Mein Name ist Melody Brooks. Start nur weiter. Wir schreiben das Jahr 2002. Habt ihr noch nie ein Mädchen in einem Rollstuhl gesehen, das nicht sprechen kann? Hier ist eine mit Dingen, an die ich mich nie gewöhnen werde. Hintern in meinem Gesicht, weil mich Leute übersehen. Rolltreppen, Leute, die Hi sagen, aber traurig klingen. Offensichtlich ist das hier nicht meine Stimme. Ich habe keine Ahnung, wie meine klingen würde. Also kann ich auch klingen, wie immer ich will. Und ich liebe Jennifer Aniston. Aber kurz gesagt, sie erfüllt und übertrifft all meine Erwartungen. Wieso erwarten Sie von ihr nicht einfach mehr? Sie liebt es zu lernen. Es ist schwer, objektiv zu sein, was die Einschränkung der eigenen Tochter angeht. Hi. Ich würde Melody gerne aus ihrer Klasse rausnehmen, sie in den ganz regulären Unterricht integrieren. Wer wird für sie die Seiten umblättern? Wer geht mit ihr auf die Toilette? Das fühlt sich nicht richtig an. Schön. Ja, endlich. Wie ist das? Oh, furchtbar. Das? Oh mein Gott. Ah, ihr müsst unsere Besucher aus der... Das sind wir. Die erste Frage bringt 1000 Punkte. Welchen Europäer bezeichnet man denn als den Entdecker Amerikas? Christopher Columbus. Melody? Leif Erikson. Ja, das ist korrekt. Mr. Dimming, sie hat eigentlich gar nichts gesagt. Sie ist behindert. Claire, das reicht. Was ist das? Meditalker. Was kostet das? $17,000. Sie will ihre Freundinnen anrufen, am Telefon über Jungs lästern. Wähle die Sprache. Du ist deine Stimme. Hallo. Melody? Daddy, wie geht's denn so? Du klingst wunderschön. Raus für die Whiskits. Es wird ein Auswahlverfahren geben. Ist das ein sprechender Computer? Mach, dass es noch was sagt. Connor, er ist nett. Er gefällt dir. Ach, du willst ihn küssen. Ich habe es auf jeden Fall zu den Whiskits geschafft. Das, du Kämpferin. Du hast eine Stimme. Sag ihnen, wo es lang geht. Ja, ich brauche manchmal einen Schubser. Aber ich lasse mich nicht rumschubsen. Hey, don't write yourself off yet.